Dido, die Expander-Strategie des internationalen Experten, Buchautor, IFTA-Präsidenten, Globetrotter und Experten Wieland Aalt erfolgreich anwendest, erfährst du in der heutigen Webinar-Folge von The Trading Pit. Du bist Trader. Konntest bereits Erfahrungen im Markt sammeln? Aber dir fehlt das nötige Eigenkapital, um hohe Renditen zu erzielen. Du hast keine Lust, dein Depot über mehrere Jahre groß zu traden? The Trading Pit löst genau dies. Und ermöglicht dir jetzt schon den Sprung auf das nächste Level. Starte jetzt durch. Starte mit The Trading Pit. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Webinar-Folge von The Trading Pit. Sie haben es bereits im Teaser gehört. Wir konnten heute jemand wirklich international an Land ziehen, nämlich den IFTA-Weltpräsident Wieland Aalt. Und wer sich ein bisschen mit dem Mann befasst, das ist auch jemand, ja, eine Koryphäe in vielen Bereichen, egal ob Buchautor oder internationaler Coach oder von dieser Dachorganisation der Präsident oder auch Weltreisender. Also dem Mann zuzuhören, ist einfach immer nur pure Freude. Von daher freut es mich umso mehr, dass diese Einladung heute zustande gekommen ist und er nun wirklich virtuell neben mir sitzt. Bevor wir aber gleich zu Wieland, zu seiner Person und dem heutigen Thema, nämlich der Expander-Strategie, näher eingehen, zeige ich Ihnen den obligatorischen Risikohinweis. Liebe Zuschauer, die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich der allgemeinen Information, Unterhaltung und der Weiterbildung. Dies sind keine Empfehlung zum Erwerb, dem Handel oder der Veräußerung von Finanzinstrumenten und somit keine Anlageberatung. Insbesondere können Trading Pit, die Gäste und Referenten dieses Videos nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Aussagen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlustfragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen aus diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, der trifft diese Ausschuss auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Dieses Video bedeutet, dass weder Trading Pit noch die Referenten noch die Gäste dieses Videos für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Inhalten oder Kommentaren bezüglich diesem Video getroffen haben. Und das war der Risikohinweis in einem Tempo, wie ihn sonst nur Busta Rhymes hinbekommt, womit ich einen schönen guten Tag Wieland sage. Wieland. Hallo Marc. Hi. Lieber Marc. Deine Danke Kamera für die Einladung. Ist unsichtbar. Ich bin unsichtbar? Ja, du bist auf einmal nicht mehr da. Doch, jetzt bin ich wieder da. Alles ist angeschaltet. Alles, was jetzt nicht an ist, ist ausgefallen. Pass auf, ich bin mal so frei. Da bist du, ja, danke. Ja, und ja. Nehme schon mal den Bildschirm, oder? Was meinst du? Ja, sehr gerne, kannst du den Bildschirm schon mal nehmen. Ich habe es ja schon angedeutet. Bei anderen wäre das jetzt Lobschmeichelei. Bei dir ist es wirklich so. Du bist jemand, der sehr viel international unterwegs ist. Und wo findet man dich denn jetzt gerade live? Ich bin in Kolumbien, in Medellin. Die gefährlichste cool. Stadt der Welt und vor 30 Jahren. Aber ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, ist immer noch nicht ganz so einfach. Okay, dann wünschen wir dir von Herzen alles Gute, dass du gesund auch wieder zurückkommst. Danke. Ich habe es ja vorhin gesagt, ein Mann, der international unterwegs ist. Wenn du mal das so letzte Jahr inklusive diesem rückblicken würdest, wo waren denn deine Stationen? Wo warst du denn überall? Ich war in den letzten 12, also im letzten Jahr war ich, glaube ich, in 23 Ländern und da in verschiedenen Städten. Also ich bin ungefähr im Schnitt alle 2 Wochen irgendwo anders gewesen. Und das ist offen gesagt super anstrengend. Deshalb fahre ich das Ganze jetzt nicht zurück, aber ich bleibe auch gerne mal 4 Wochen oder 3 Wochen vor Ort. Damit ich einfach, es ist ja immer dieser Trade-off. Ja? Du kannst irgendwo hingehen und dann musst du dich entscheiden, arbeite ich oder gucke ich mir was an. Und dann entscheide ich mich meistens, wenn ich irgendwo hingehe, natürlich dafür, das auch anzuschauen. Das kann man eine Zeit lang machen, aber irgendwann wird es halt stressig, weil alles das, was liegen bleibt, wieder aufgearbeitet werden muss. Mhm. Aber ich war letztes Jahr war ich in Asien, Südostasien, ich war in Australien, da war die IFTA-Konferenz in Melbourne, ich war natürlich in Thailand, ich war in Jakarta, in Indonesien, war kurz auf Bali, dann ich war in Singapur, Kuala Lumpur, solche Sachen habe ich da gemacht. Ich bin gerne in Südamerika unterwegs, Europa. Auch ein bisschen. In Europa kennt man logischerweise meistens ganz gut schon. Südamerika ist super spannend. Ist nicht ganz so einfach. Also man muss schon ein bisschen hartgesotten ab und an sein. Aber ich mag das. Ich bin ja Trader. Ich kriege ja eh immer mal irgendwie was auf den Finger. Und von daher ist es auch ganz gut, das auch mal ins Leben zu übertragen. Also ich mache mal ein bisschen Scherze. Aber Südamerika ist schon eine andere Nummer, als wie in Thailand am Strand zu sitzen. Muss ich ganz, ganz, ganz deutlich sagen, aber
es ist jetzt auch nicht so, dass man hier jetzt irgendwie, dass es alles super schwierig wäre. Es ist halt ein bisschen anderer, etwas wilderer Lebensstil, der hier gilt. Und ein bisschen sollte man die Augen auch aufhalten, um das mal zu sagen. Aber ja. Okay, dann schon mal vielen Dank für so das internationale Jet-Set-Leben, das du hast. Für die Leute, die neu im Training sind, weil ich gehe immer davon aus, jeder, der es schon mal ein bisschen mit Training befasst hat, der kennt den Wieland. Und die Leute, die auch kein Google richtig benutzen können. Mal so gerade zwei Sätze zu deiner Person als Trainer und Expertise. Wäre das möglich? Ja, klar. Also, was man sicherlich von mir kennt, ich glaube, die meisten haben irgendwann mal einen Artikel von mir gelesen oder ein Buch. Meiner Klassiker Risiko Money Management ist 2014 rausgekommen, habe mittlerweile in 7 Sprachen übersetzt. Chinesisch ist gerade in Arbeit. Dann habe ich noch den anderen hier, den 55 Gründe Trader zu werden, wo ich halt auch noch so ein paar Anekdoten reinbringe. Da ist kein einziger Chart drin. Ja, ist eins der wenigen Trading-Bücher ohne Chart. Finde ich auch mal ganz gut. Ja, man muss ein bisschen nachzudenken. Ich bin Präsident der IFTA, ich bin in der VTRD im Vorstand, bin natürlich Trader, achso, habe ich was vergessen, bin natürlich Trader, ich mache hauptsächlich, da bin ich im Daytrading unterwegs. Meine Strategie, die ich hier gerne vorstelle, stelle ich überall vor, weil ich auch davon überzeugt bin. Ich bin im Forbes Finance Council, ich war auch im Expert Forum von Newsweek, bin wieder raus, weil es irgendwie auch zu viel ist. Und so weiter und so fort. Ich habe 2 Podcasts mittlerweile über Trading, weil ich mich natürlich gerne mit den Kollegen unterhalte. Ja. Und wenn ich das schon tue, dann kann ich auch gleich ein Produkt draus machen. Eins auf Deutsch und eins auf Englisch. Heißt Toria Trader Insights und How to Trade Like a Pro. Ja, und all das bin ich. Und manchmal habe ich Freizeit. Ja, nachts die 2 Stunden, wenn er schläft, wahrscheinlich gefühlt. Naja, fairerweise, als Trader kann ich natürlich auch sagen, ich mache das, was mir Spaß macht. Und ich mache tatsächlich wirklich nur das, was mir wirklich Freude macht. So, und die paar Sachen, die ich machen muss, die mir dann nicht so viel Spaß machen, die nehme ich dann halt auch in Kauf. Aber es ist halt echt nicht mehr viel. Ich meine, ich lebe ja auch nicht in Deutschland, bin ja Nomade sozusagen. Und ich habe auch nicht so diese Administration und irgendwas, sondern ich habe ja nicht mal Haushalt, ja. Ja. Bevor das irgendwie schmutzig wird, bin ich ja schon wieder weg. Also von daher sind auch Sachen, die mir Spaß machen. Gut, dann sage ich mal vielen lieben Dank für die Vorstellung. Und liebe Zuschauer, nun viel Spaß wirklich mit der Koryphäe, die wir hier in Land ziehen konnten, international bekannten Coach Wieland Arndt. Wieland, deine Bühne, bitteschön. Danke dir. So, also das zu mir. Ich habe ein E-Book, ein kleines zum Reinlesen. Wer das haben möchte, der kann sich das hier dann dementsprechend kostenfrei bestellen. Also ich schenke dir mal ein neues Buch, um dann natürlich auch so ein bisschen auf und laufen zu bleiben, was ich so mache, was ich auch ausbildungsmäßig anbiete. Ich bin natürlich, und da freue ich mich sehr drüber, Kooperationspartner von The Trading Pit, weil ich eben natürlich auch, ich schaue mir natürlich an, mit wem ich arbeite, ist ja logisch. Und dementsprechend denke ich, habe ich auch hier den richtigen Partner und umgekehrt hoffe ich auch, ja, dass wir da ganz gut zusammenpassen. Und deshalb freue ich mich natürlich auch, ein paar Worte mal dazu zu verlieren, wie wir eigentlich den Markt lesen können. Denn ich habe mich eben gerade vor dem Webinar offen gesagt mit Marc über 1,5 Stunden darüber unterhalten und haben mir mal alles vorgestellt, die gesamten Programme, die ganzen Challenges. Und jetzt ist es natürlich immer so, es gibt ja Challenges, da sind wir eher mit Scalping-Strategien ganz kurzfristig rein, wo wir aufpassen müssen, dass der Profit nicht wieder wegläuft und dann sozusagen der Gewinn sich aufsummiert, der Verlust sich aufsummiert vom Top, sondern ja, das ist das eine, das heißt, wie können wir auch schnelle Strategien umsetzen und dann gibt es natürlich auch die Challenges, namentlich die VIP, wo wir dann eben zum Beispiel das haben, wo wir sagen, gut, wir können halt die Trades auch ein bisschen laufen lassen, ja, wo man Pullback einplanen und dem Ganzen etwas mehr Raum geben, weil wir eben nicht dieses Watermark haben, ja, diesen Level, wo man einmal erreicht und wenn du von dort aus runterfällst, ja, dann summiert sich das als dein Verlust auf. Ja, so. Und beide Seiten gibt es ja. Und die Frage ist, wie kann man das zum Beispiel vereinen? Und das ist eben die Frage, was ist die Kunst, den Markt zu lesen? Ich habe immer den FDAX mitgebracht und das ist der Wochenchart. Ich gehe mal davon aus, im Wochenchart sind wir bei The Trading Pit nicht unterwegs. So, weil klar, aus genau dem genannten Grund, das ist eher kurzfristig. Nichtsdestotrotz ist hier die Herausforderung aus diesem, ist völlig unabhängig jetzt übrigens, ob das der Wochenchart ist oder nicht. Hier ist die Herausforderung, irgendetwas daraus zu lesen, wo wir was anfangen können.
Ja, weil es geht hier seitwärts, das ist relativ klar und deutlich zu sehen. Und da bricht es mir nach oben aus, ich bricht es nach unten aus. Aber irgendwie müssen wir uns überlegen, okay, wie kann ich aus diesem gesamten Konstrukt, was sich hier so abbildet, wie kann ich daraus irgendwie einen Vorteil ziehen? Und die Frage stellt sich natürlich nicht ohne Grund, denn für uns ist halt einfach wichtig, Strategien daraus zu entwickeln. Und deshalb ist eben die Kunst, den Markt zu lesen, auch darauf begründet, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns einen Chart anschauen, Trendzustände definieren. Ja. Charles Henry Dow hat das 1880, hat er angefangen, also in den 80er Jahren, hat er die Dow-Theorie beschrieben. Und wie geht das? Oder was hat er da festgehalten? Er hat natürlich die Zustände eines Trends definiert. Aufwärtstrend heißt eine Abfolge steigender Hoch- und steigender Tiefpunkte. Okay, soweit so gut. Abwärtstrend, die Abfolge steigender Tief- und steigender Hochpunkte. Okay. Und die Seitwärtsbewegung, irgendwas dazwischen. Ja? Also bitte, dass wir uns nicht einbilden, das wäre ja trennscharf, sondern am Ende ist es ja oftmals so, dass wir dann die Situation haben, dass der Seitwärtstrend, dass er mal nach oben, nach unten ausfranst mit den beliebten Fehlausbrüchen in die eine Richtung, dann der richtige Ausbruch in die andere Richtung, wie das eben so läuft, was wir auch immer wieder sehen. Ja, und aus all diesen ganzen Sachen müssen wir uns halt irgendwas zusammenreimen. Ja, das heißt, wir müssen aus diesem gesamten Bild uns etwas zusammenbasteln, was uns hilft, Profit zu machen. Ja, wirklich, wo wir sagen, da kann ich ja nicht nur die Idee rausleiten, sondern die hat auch noch ein bisschen Raum, ein bisschen Zug. Und das ist so die Idee, die ich hatte. Und ich habe mir überlegt, okay, kann es denn für all das eine einzige Strategie geben? Nur eine. Wo wir sagen, ich kann Seitwärtsmärkte handeln, ich kann Korrekturen handeln und Trendfortsetzungen. Ja, also ich kann im Endeffekt eine Strategie für alles nutzen, das Schweizer Messer für den Trader, ja, oder die Traderin, fairerweise, bitte. Ja. So, und natürlich gibt es diese Strategie, sonst will ich die nicht vorstellen. Und diese Strategie besteht aus zwei Elementen. Und diese beiden Elemente haben es wirklich in sich. Und ich bin einmal Nummer eins, Bollinger Bänder, John Bollinger, sehr, sehr dankbar dafür, dass er diese Bänder entwickelt hat. Wenn es gut läuft, treffe ich ihn auch persönlich auf der nächsten IFTA-Konferenz in Jakarta im Oktober. Ich hoffe. Ja. Werden ja nicht jünger, die Jungs? Ich hoffe, das klappt noch. So, Bollinger Bänder, und das sagt John Bollinger. Bollinger Bänder sind Kanallinien, die in und um die Preisstruktur in einem Chart gezeichnet werden. Ihre Absicht ist es, die relativen Definitionen von Hoch- und Tiefpunkten festzulegen. Kurse in der Nähe des oberen Bandes sind hoch, und Kurse in der Nähe des unteren Bandes sind tief. Ich lasse das mal so ein bisschen stehen, weil hier steckt unheimlich viel interessante Wahrheit drin. Denn die größte Herausforderung, die wir Trader haben, und überhaupt allgemein, die wir haben bei der Beurteilung von irgendwas, von einem Wert, ist es, ist der Wert jetzt eigentlich zu hoch oder zu tief? Wer von euch kann wirklich sagen, ob der Bitcoin aktuell zu teuer ist? Also wirklich so absolut gesehen zu teuer oder zu billig? Wer von euch kann wirklich sagen, ob die, als Beispiel bitte zu sehen, ob die Apple-Aktie in diesem Moment zu teuer ist, absolut zu teuer, für das, was Apple bietet, oder zu billig? Da könnt ihr, ich bin mir sicher, da könnt ihr Analysen wälzen, wie ihr wollt. Ja, da könnt ihr mit jedem reden. Ja, da könnt ihr einmal durchs Management spazieren, das gesamte Firmengebäude von oben nach unten filzen. Wir werden diese Frage nie beantworten können. Das lässt sich aber nicht beantworten. Einen absoluten Preis festzulegen, ist unmöglich, weil es natürlich immer auch irgendwo im Auge des Betrachters liegt. Ja, der eine glaubt dran, für den ist völlig egal, zahlt jeden Preis. Und der andere, dem ist es völlig wurscht. Ja, da kann der Preis nicht tief genug fallen. So, das heißt, es wird nie diese absolute Definition geben. Jetzt ist natürlich die Frage als Trader, woran orientieren wir uns denn eigentlich? Ja, können wir irgendwo wirklich sagen, jetzt ist es wirklich echt zu teuer, jetzt gehe ich short, jetzt verkaufe ich? Natürlich können wir das nicht. Geht ja gar nicht, ja, weil woher sollen wir es wissen? Und jetzt gucken uns die Bollinger Bänder an. Jetzt schauen wir nochmal unter dem Aspekt dieses Zitat an. Was steht denn da? Die relativen Definitionen von Hoch- und Tiefpunkten. Das heißt, John Bollinger hat mit den Bändern einfach einen Kunstgriff gemacht. Der hat nämlich nicht diese absolute Betrachtung genommen, absolut gesehen zu teuer, was ja kein Mensch sagen kann, sondern der sagt, relativ gesehen hoch, also im Sinne von teuer, relativ gesehen niedrig.
im Sinne von billig. Und damit ändert sich alles. Ja, weil wir auf einmal sagen können, okay, relativ gesehen ist der Preis jetzt zu hoch. Jetzt ist die Frage, relativ wozu? Und da hat John Bollinger im Endeffekt als Basis den leitenden Durchschnitt 20, den Simple Moving Average genommen, was sich ja auch anbietet, weil er sich erstens in statistischen Berechnungen auch bewährt hat, erstens, und zweitens, weil es die allgemein bekannte Beobachtung gibt, dass Preise zu ihrem Durchschnitt zurückkehren. Oder der Durchschnitt zum Preis, ja, je nachdem. Kurzum, man nähert sich wieder an. So, da sehen wir ja eine schöne Regelmäßigkeit, dass die Preise vom Durchschnitt sich entfernen, relativ, ja, immer teurer werden. Und wir sehen auch dann mit den Bollinger-Bändern, die sehen wir jetzt ja hier im Chart, dass sie eben an einem Punkt ankommen, wo sie drehen. Und wo drehen sie sich hin? Zu ihrem Durchschnitt. Ja, das sehen wir hier. Das heißt ja nicht, dass es wieder Rasiermesser scharf ist, sondern das bedeutet, der Preis korrigiert zum Durchschnitt, halte ab, läuft er vielleicht seitwärts, dann haben wir hier so den fairen Preis, mehr oder weniger. Ja, dann ist er so seitlich, hier zum Beispiel im DAX, könnte man vielleicht als fairen Preis bezeichnen. Ja, der Preis läuft durch den Durchschnitt und der Durchschnitt durch den Preis, bis es dann irgendwann heißt, naja, ist vielleicht doch zu hoch, dann fällt er runter. Aber wir sehen, ja, irgendwann erreichen wir auch einen Punkt, wo das relativ gesehen zum eigenen Durchschnitt, schau dich mal an, hier ist der Durchschnitt, da ist der Preis, wo das relativ gesehen zu tief ist, mit der Konsequenz, dass der Preis zum Durchschnitt zurückkehrt. So, das ist erstmal die Beobachtung und natürlich auch das, was aus dieser Annahme und auch der Definition folgt. Und ich finde das so charmant, weil wir nämlich viele Fragen damit auf einmal beantworten können. Wir müssen uns nicht mehr damit rumquälen, was ist eigentlich absolut zu tief und was ist absolut zu hoch, sondern wir kriegen die relative Bezeichnung dazu. Und gleichzeitig wird damit ja auch eins klar. Das bedeutet nämlich, dass Preise, die relativ zum eigenen Durchschnitt zu hoch oder zu tief sind, ein Rückschlagspotenzial haben. Und ich sage bewusst Potenzial, das ist ja keine Garantie, ja, wie wir hier im Corona-Crash sehen. Ja, da sind wir hier schon am Bollinger-Band angekommen und fallen trotzdem nochmal um Tausende von Punkten. Ja, also so einfach ist jetzt auch wieder nicht. Aber es zeigt uns erstmal eine gewisse Tendenz, denn wir sehen oft genug am Band Rückkehr. Ja, am Band geht es erstmal wieder so ein bisschen zurück, braucht auch noch ein bisschen. Ja, also die Idee geht schon in die Richtung, aber ist natürlich noch nichts, wo wir sagen, okay, deshalb trade ich. Ja, das wird noch nicht funktionieren. Und deshalb ist es nochmal wichtig auch zu sehen, was hat John Bollinger noch beobachtet? Er hat natürlich Tests gemacht, damals 1983, bei 20 Zeiteinheiten und einer Standardabweichung von 2 werden in den meisten Märkten zwischen 88% und 89% der Kurse von den Bändern umschlossen. Machen wir uns mal einfach, 90%. So, 20 Zeiteinheiten, Simple Moving Average 20. Okay, haben wir, passt. Wie sind die Bollinger-Bänder noch aufgebaut? Auf diese 20 Zeiteinheiten, auf den gleitenden Durchschnitt 20, nimmt John Bollinger eine Standardabweichung von 2, so ein statistisches Maß, um dann eben zu messen, dass 90% aller Kurse in den Bändern drin sind. Okay, was heißt das? Das bedeutet erstens, 90% aller Kurse sind Normalmaß. Ja? Normale Volatilität, pendeln irgendwie so um den Durchschnitt rum. Heißt also für uns im Trading völlig uninteressant. Ja, weil da wird ja auch keine große Strecke gemacht, sondern im Endeffekt interessieren uns im Trading ja nur die Bewegungen, die wirklich viel Potenzial haben, also wo Strecke geht. Und idealerweise haben wir auch noch ein positives Chance-Risiko-Verhältnis, also 1:1, ja, wo wir dann eben auch sagen können, na gut, ich suche nach Situationen, die mir die Umkehrpunkte geben, wo ich ziemlich zügig weiß, dass ich falsch liege, das aber nicht so teuer wird, aber viel, viel, viel Platz in die andere Richtung habe, damit der Preis sich das richtig bewegen kann. Danach suchen wir doch, oder? Fairerweise, müssen wir das schon sagen. Und genau das können wir mit den Bollinger-Bändern auch machen. Denn allein aus der Beobachtung, dass 90% der Kurse von den Bändern umschlossen sind, ergibt sich eine einzige Frage. Was ist dann mit den anderen 10%? Und wenn man sich darum mal Gedanken macht, wird man nie wieder die Bänder von den Charts nehmen. Weil die Frage nämlich so beantwortet werden kann, dass man sagt, okay, wenn 90% in den Bändern sind, sind offensichtlich 10% außerhalb der Bänder. Jetzt wissen wir aber, dass 90% in den Bändern sind. Und wir wissen auch,
dass Preise, die am oberen Band sind, relativ gesehen zum Durchschnitt hoch sind und Preise am unteren Band sind, relativ zum Durchschnitt niedrig sind. Sie sind ja aber nicht nur relativ niedrig oder hoch, sondern sie sind sogar super relativ niedrig oder super relativ hoch. Was bedeutet das? Dass die ein entsprechendes Umkehrpotenzial haben. Ja, das heißt, ich will doch als Trader die Situation sehen und suchen, die mir das größte Wendepotenzial anbieten mit der größten Strecke, kurzum eine hohe Trefferquote. So, und wenn Sie überlegen, dass nur 10% der Preise außerhalb der Bänder sind, dann haben wir definitionsgemäß ja schon eine relativ hohe Trefferquote. Die ist nicht bei 90%, das kann ich jetzt schon sagen, aber sie ist auch eben nicht wirklich unter 50%, ja, je nachdem, wie wild man dann das treibt. Ja, so, aber das heißt, wir haben wirklich allein durch diese Beobachtung schon gute Ideen und gute Ansätze, um überhaupt aktiv zu werden oder eben auch nicht. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Was sehen wir denn hier? Außerhalb der Bänder, ich zeige das mal ein. Hier geht's los, außerhalb, da geht's raus aus dem Band. Relativ gesehen niedrig, super niedrig, noch viel niedriger. Extrem, meine Güte, ist das tief niedrig. Hier ist der Durchschnitt. Da ist der Preis. Ja, ich meine, wie tief soll es denn noch gehen? Rein aus der Beobachtung heraus. Hier geht es in die Seitwärtsbewegung. Ja, die Bollinger-Bänder zeigen auch Volatilität an. Hohe Volatilität, geringe Volatilität. Das liegt ja nicht an den Bändern, das liegt ja an den Preisen, dass die eben hier stillstehen. Und dann zieht sich das natürlich hier so zusammen. Ne? So, hier geht übrigens der Preis zum Durchschnitt. Also hier kommt der Durchschnitt zum Preis. Ja? Hier geht der Preis zum Durchschnitt. Und hier kommt der Durchschnitt zum Preis, weil der Preis steht ja still in einer Range, in einer Bandbreite. So, aber auch hier, Preis geht raus, kommt zurück. Geht raus, pendelt hier so, kommt aber auch irgendwann deutlich zurück. Geht raus, kommt zurück. Geht raus, kommt dann hier zurück, von dort aus. Geht raus, kommt zurück. Ja, hier weiß man es nicht so genau. Ja, es könnte sein, dass da ein Punkt draußen ist. Egal, ist draußen, kommt zurück. Ist draußen, hier geht's los. Also eigentlich da. Ja, braucht ein bisschen, kommt aber auch zurück. So, und die erste Beobachtung ist, auch aus der Annahme raus, wo geht der denn dann hin? Zuerst mal in die Richtung des eigenen Durchschnitts. Ja, das mag ein bisschen dauern, auch durch die Berechnung dann. So, aber hier erstmal in die Richtung des eigenen Durchschnitts. Das ist das, was wir beobachten können, das, was wir sehen können. Aber so richtig rund ist es noch nicht, müssen wir fairerweise auch sagen. Das ist erstmal nur die Beobachtung, wo wir sagen, okay, offensichtlich, ja, wenn der Preis zu tief oder zu hoch ist und dann nochmal super spezial obertief oder zu hoch ist, dann gibt es ein Potenzial, dass der Preis zurückkehrt in die Bänder, zum eigenen Durchschnitt und vielleicht sogar darüber hinaus. Ja, weil es einfach so überreizt ist und überdehnt. So, das ist die Beobachtung und auch der Schluss. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn dann erkennen, dass diese Reaktion auch wirklich stattfindet? Bedeutet, woran erkenne ich eigentlich, dass der Preis anfängt, wieder zurückzugehen, zurückzudrehen in die Bänder, zum Durchschnitt und auf die andere Seite? Woran erkenne ich das? Da kommen Candlesticks ins Spiel. Ich liebe Candlesticks. Warum? Hören wir Steve Neeson. Keine andere Chartmethode kann es mit den Kerzen aufnehmen, wenn es um die Gesundheitsdiagnose im Markt geht. Das sage nicht ich, das sagt Steve Neeson. Und er hat recht. Es ist mit den Candlesticks so, als ob wir die Finger auf den Puls hier, also da, wie auch immer, der Marktteilnehmer legen. Und ich gehe noch darüber hinaus. Tatsächlich kriegen wir über die Candlesticks auch einen Eindruck darüber, wie die Marktteilnehmer mental drauf sind. Ob die richtig in Panik sind, ob die in guter Stimmung sind, ob die Kraft haben, ja, dominieren, oder ob die in Embryo-Haltung am Boden wimmernd liegen. Ja, das sehen wir. Das können wir aus den Candlesticks ablesen. Und ich kann euch mal, wir können es mal bei Candlesticks anschauen, im Modell erstmal. So, Candlesticks Umkehrsignale. Ist das ein Umkehrsignal? Natürlich nicht. Wir wollen erst mal sehen, was steckt hier eigentlich hinter. Was sehen wir? Eine dicke, fette, rote Kerze. Eröffnungskurs, Schlusskurs. Wer ist hier am Ruder? Wer ist dominant? Sieht irgendjemand von euch Käufer? Das hier sind
Gewinnmitnahmen. Ja, bitteschön. Käufer gibt es hier nicht. Keine Käufer. Ja. Nur Verkäufer. Jetzt ist die Frage, wenn du so eine Kerze siehst, die Frage, die stellen wir uns ja immer im Trading, in welche Richtung könntest du jetzt weitergehen in der nächsten Sitzung, also nächste Handelsperiode, in den nächsten 5 Minuten, wenn das eine 5-Minuten-Kerze ist, in welche Richtung könntest du weitergehen? Wenn ich so klare Dominanz sehe, dann ist natürlich die Idee, dass der Preis erstmal weiterfällt. So, das ist die Grundannahme. Warum treffen wir solche Annahmen? Weil wir ja eine Frage beantworten müssen als Trader. Und die Frage lautet, in welche Richtung geht der Preis im nächsten Moment mit der größeren Wahrscheinlichkeit? Diese Frage müssen wir beantworten, weil wir müssen irgendeine Entscheidung treffen. Ja, wir müssen eine Entscheidung treffen, gehe ich in den Markt, bleibe ich draußen? Gehe ich aus dem Markt oder bleibe ich drin? Diese Entscheidung müssen wir treffen. Deshalb machen wir eine Analyse. Deshalb überlegen wir uns all das, was wir als technische Analyse kennen. Deshalb schauen wir vielleicht auch mal, wenn wir längerfristig investieren, ob wir lieber Apple oder Nokia kaufen, ja, so als fundamentale Analyse, um eben diese Frage beantworten zu können, was jetzt die beste Entscheidung ist. Und wenn ich so eine Kerze sehe, dann weiß ich, bei der roten Kerze ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis fällt im nächsten Moment, größer, als dass er steigt. Warum? Weil die Dominanz der Verkäufer so groß ist, dass hier kein Käufer zu sehen ist. Ja, die haben sich zurückgezogen, liegen wimmernd am Boden. Und das Gleiche ist hier. Grüne, dicke, fette Kerze. Wo sind die Verkäufer? Ja, das sind Gewinnmitnahmen, ja, das darf schon sein. Es sind keine Verkäufer da. In welche Richtung geht der Preis mit der größten Wahrscheinlichkeit im nächsten Moment? Nach oben. Das ist die größere Wahrscheinlichkeit. Wie weit? Das wissen wir nicht. Können wir nie wissen, werden wir auch nie wissen. Kannst du analysieren, wie du willst. Woher sollen wir das wissen? Ja, da kommen so viele Faktoren zusammen. Aber von der Wahrscheinlichkeit ist es erstmal so, dass wir sagen, okay, dicke, fette, grüne Kerze. Die Idee ist erstmal, dass der Markt weiter steigt. Dicke, fette, rote Kerze. Die Idee ist erstmal, dass der Markt weiter fällt. Wir verlassen so ein bisschen die Bollinger-Bänder und die Expander-Strategie. Aber ich will mal einen Punkt damit reinbringen. Stell dir vor, du hast hier einen Widerstand. Und der Markt schießt hier hoch, ja, durch diesen Widerstand und schließt hier. Ist der Widerstand gebrochen? Auf Schlusskursbasis? Aber hallo, der ist weg, pulverisiert. Das Gleiche gilt natürlich auch hier für die Unterstützung. Ja, die anderen Kerzen, die ich anzeige, die sprechen eine ganz andere Sprache. Komme ich nochmal drauf drin zu sprechen. Ja, nur das muss man sich mal so vorstellen. Wenn du so eine Kerze siehst, die durch eine Unterstützung oder einen Widerstand durchbricht, auf Schlusskursbasis kräftig schließt, dann ist die Sache entschieden. Punkt. Und das ist die Dominanz, die wir aus den Kerzen lesen können. Ich spreche dann immer gerne von Entschlossenheit. Ja. Sind die Käufer hier entschlossen bei der grünen Kerze? Auf jeden Fall. Die sind entschlossen. Die Verkäufer nicht. Ja, und umgekehrt. Es gibt natürlich auch solche Kerzen, die haben jetzt nicht unbedingt einen Namen, aber sie sprechen eine deutliche Sprache. Denn was sehen wir hier? Wir sehen einen Kerzenkörper, okay, Öffnung, Schluss, passt. Wir sehen aber auch hier einen oberen Schatten, ungefähr die gleiche Größe. Spielt sich so die Rolle, es geht eher darum, was hier passiert ist. Und wir sehen hier einen Kerzenkörper und einen unteren Schatten. Und hier haben wir wieder so ein bisschen Gewinnmitnahme, so ein bisschen hin und her. Aber was wichtig ist für uns, ist das hier, ja, der Schatten. Der spielt schon eine Rolle. Welche? Was passiert? Der Markt eröffnet, geht hoch oder fällt, je nachdem. Ja. Das heißt, die Leute kaufen, sind happy, die Leute verkaufen, sind happy. Und auf einmal, aus irgendeinem Grund, dreht das Ganze. Ja. Und das, was eben noch positiv war, im ersten Falle grün, läuft so langsam runter und wird immer weniger. Und die Leute zum Eröffnungskurs, die da gekauft haben, die sind break-even und überlegen sich, naja, gucken wir uns das Ganze mal weiter an. Und dann fällt der Preis weiter. Und die, die eben noch break-even waren, sind auf einmal minus. Wie geht's denen? Wie fühlen die sich? Und die Leute, die hier oben gekauft haben, da gibt es auch immer jemanden, zwangsläufig, irgendeiner muss den Preis ja gemacht haben, ja, sonst wäre er nicht im Chart. Ja, wie geht's den Leuten da oben? Wie geht's denen, wenn die hier unten angekommen sind? Ja, und von hier bis da im Minus sind.
Die werden eine Entscheidung treffen müssen. Und diese Entscheidung wird sich darum drehen, bleibe ich in der Position, ja oder nein. Und wenn ich meine Position schließe, an welchem Punkt schließe ich sie denn? Und das wird im Regelfall so sein, wenn der Preis dieses Tief durchbricht. So, damit ist die Annahme natürlich auch begründet zu sagen, okay, wenn ich so eine Kerze sehe, wo irgendwie schon Takeover stattgefunden hat, dann kann ich natürlich auch davon ausgehen, im nächsten Schritt, dass sich diese Bewegung erstmal fortsetzt. Auch hier wieder, wie weit, weiß ich nicht. Weiß niemand, wird niemand sagen können. Aber die Beobachtung ist da, die Wahrscheinlichkeit ist größer. Und das gleiche Thema haben wir hier. Ja, hier hat irgendjemand mutig verkauft und sieht sich auf einen fetten Verlust sitzen. Was wird passieren? Wird irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Preis steigt. Und wenn das stimmt, was heißt das denn dann für diese? Die mal vollumfänglich dominant war. Schaut euch das an, die war mal richtig fett rot. Wie diese Kerze, die wir am Anfang gesehen haben. So, und was ist passiert? Auch hier ist ein armer Tropf, der verkauft hat. Ja, hier. Und auf einmal ging es los. Ja. Da kamen die Käufer und sagten, das ist ein Schnapper. Ja, jetzt will ich es wissen, jetzt steige ich ein. So, und die haben den ganzen Preis wieder hochgetrieben, den ganzen Markt hochgekauft bis zu diesem Punkt. Und das, was eben noch Dominanz war und Kraft und Entschlossenheit der Verkäufer, ist eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, eigentlich nur noch ein abgenagter Knochen, der übrig geblieben ist. Ja. Also ein Schatten seiner selbst. Und das Gleiche ist ja hier. Das Ding war mal kraftstrotzend. Die Käufer, richtig kräftig, dominant, entschlossen. Da gab es keine Zweifel. Und aus irgendeinem Grund dreht das Ding mittendrin. Und es wird alles runterverkauft. Wie geht es den Käufern? Der hier, ja, der in der Bild-Zeitung gelesen hat, dass er jetzt noch einsteigen muss, den letzten Preis gebildet hat und hier sich dann überlegt, ist es vielleicht besser, auch wenn ich es nicht in der Bild lese, dass ich aufsteige, ja, damit mein Verlust nicht zu groß wird. Dann wissen ja, Risikomanagement ist wichtig. So, an welchem Punkt macht es Sinn, dann auszusteigen? Natürlich an dem Punkt, wo die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Ausgang nicht mehr da ist, also bei Null ist, ja, dann brauche ich als Käufer hier nicht in so einer Situation zu sein. Steige ich halt aus, nehme den Verlust mit und gucke mir die nächste Situation an. So, und das ist das, was wir hier rauslesen können. Und diese Kerzen, die beiden, gerade die beiden, haben natürlich Namen. Die erste Kerze heißt Hammer, der Hammer. Ne? Das setzt natürlich voraus, dass wir erstmal eine Abwärtsbewegung haben, die sich dann dreht. Der Grund, und das ist der Vorteil an der technischen Analyse, kann uns eigentlich egal sein. Ja, weil wir gehen ja davon aus, dass alle Informationen im Preis enthalten sind. Und das ist eine sehr angenehme Betrachtungsweise, weil uns das von vielen Fragestellungen befreit. Warum ist das passiert? Was könnte man das anders interpretieren? Ich schaue noch mal irgendwo auf dem Forum oder sonst irgendwas. Müssen wir alles nicht machen, weil wir sehen, okay, Trend oder ein Bewegungswendesignal, also ein Umkehrsignal wird gebildet. Warum? Weiß ich nicht, ist mir egal, ich weiß, was zu tun ist. Ich steige hier ein und ich lege hier meinen Stop-Loss. Das ist das, was ich tue. Der Grund, was weiß ich denn, gibt viele Gründe. Ja? Und die meisten, das ist das Beste an der Börse, die meisten sind auch völlig irrational, ja, von den Gründen. Deshalb, bitte, gebt da nicht zu viel drauf, was ihr selber denkt, achtet eher darauf, was ihr seht und was ihr daraus schließen könnt. Ja. Denn, also ich gebe hier gerne mal ein bisschen Raum auch, ja, zwei Punkte vielleicht oder Pips, ja, dass da ein bisschen Raum ist und der Markt mir auch beweisen kann, dass er es ernst meint. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir oft sehen wir ein, zwei Trendwende-Dinge oder Umkehrsignale, die dann doch nicht aufgehen. Ja. Oder eins zumindest. Dann ist es ganz gut, wenn wir so ein Stop-Entry haben. Finde ich jedenfalls. Das ist eine leichte, kleine Versicherung, die aber durchaus mal helfen kann. So, und dann haben wir den Shooting Star, das ist der Kollege hier, braucht natürlich eine Aufwärtsbewegung, steil vielleicht, um dann wieder zu drehen. Ja, und auch hier lasse ich gerne ein bisschen Raum, Stop Entry, Stop Loss. Und ja, auch hier die Annahme aus der Idee heraus, dass hier jemand verkauft hat, gekauft hat, ja, freudestrahlend, ja, meinte, er gehört dazu, tut aber nicht. Ja. So, unterdessen muss er jetzt eine Entscheidung treffen. Diese beiden, Hammer und Shooting Star, im Übrigen, es gibt Studien, Thomas Bukowski hat das gemacht,
Buch, so ein dicker Wälzer, 1000 Seiten oder so. Der hat das gemessen und er sagt, Hammer und Shootingstar haben eine Eintrittswahrscheinlichkeit von rund 60%. Und alleine diese Information finde ich schon, ist cool. Denn wie viele von uns suchen nach Strategien, die eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 50% haben? Tja, mit Hammer und Shootingstar bist du schon mal 60%. Wenn du irgendwann wieder aussteigst, natürlich. Ja, das ist auch klar. Denn ja, wie wir sehen, pendeln die Märkte hin und her. Wo haben wir jetzt Umkehrsignale hier bei uns im DAX? Wo haben wir die? Ist ja nicht immer nur Hammer und Shootingstar. Wenn ihr euch ein bisschen mit Candlesticks auskennt oder auch damit beschäftigt habt, was ich dringend empfehle, dann seht ihr natürlich, dass wir hier ein Bearish Engulfing haben, dass wir hier einen Shootingstar haben, dass wir hier einen Hammer haben, noch einen Hammer haben, dass wir hier ein Dark Cloud Cover haben, dass wir hier einen Hammer haben am Corona-Tief. Krass, oder? Wer von euch hat es gehandelt? Natürlich wieder mal keiner, ja, weil wir in der Zeitung so verunsichert wurden, dass wir dieses Signal verpasst haben. Und wer den Hammer nicht gesehen hat, kriegt eine Woche später das Bullish Engulfing. Dann ist er aber schon hier und der Stop-Loss ist da. Ja, da reden wir über, was haben wir, 10.000, sagen wir mal 8.000 Büschen. Na, okay, ja, mit dem DAX Future, dem großen, hat man da so ein bisschen Risiko. Ist, glaube ich, nicht Trading-Pit-konform. Müsst ihr nochmal nachgucken. Ja, aber von der Systematik. So, nächstes Signal. Was haben wir hier? Dark Cloud Cover. Shooting Star. Piercing Pattern. Hammer. Hier ist mein Bild drüber, kann ich gerade nicht sehen. Shooting Star. Bullish Engulfing. Hier ist jetzt gerade der Preis drüber, könnte aber ein Hammer sein. So, das heißt, wir sehen hier schon viele, viele Umkehrungen, die durchaus aber auch ihre Wirkung entfalten. Ja, hier, das ist jetzt nicht so spannend, der ist kurz mal gekommen und wieder ausgestoppt. Ja, der ist kurz gegangen, seht ihr, eigentlich schon ganz cool, 1:1, aber dann doch rausgenommen und wie immer nur knapp. Der hier ist natürlich super, aber braucht für ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis ja auch ein bisschen. Ne? So, und da sind wir, der hier passt, schaut, das hier aus der Korrektur heraus, ja, mit dem Shootingstar, geht schon, kann man machen. Da muss man natürlich überlegen, springe ich hin und her oder setze ich eher auf den Trend? Ja? Diese Frage muss man halt für sich beantworten können. Dann kommt die Korrektur wieder, geht es weiter. So, ihr seht aber auch hier, das hier, wow, bester Einstieg ever, oder? Das hier. Oh, den Crash hat aber keiner kommen sehen, das stimmt. Ja, das, woher willst du es wissen? Aber war das Umkehrsignal da, ja oder nein? Ja, war's. Alles andere ist dann Glück oder Pech, muss ich fairerweise auch sagen. Ja? So, wenn du so eine Bewegung siehst und du siehst hier die Umkehrung, dann ist so ein natürliches Kursziel vielleicht hier. Ja? So, irgendwo in dem Bereich. Da wäre so ein natürliches Kursziel, hier mit der Gegenbewegung zu rechnen. Sowas kann man ableiten. Das hier kannst du natürlich nicht ableiten, das ist klar. So, aber ihr seht, die Candlesticks bieten schon eine ganze Menge an Ideen. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wie kann ich denn beides kombinieren? Wie kann ich die Candlesticks mit den Bollinger Bändern, wie kann ich die Bollinger Bänder mit den Candlesticks kombinieren? Denn eins ist auch klar, das haben wir, glaube ich, auch zu Genüge gesehen im Chart. Die Berührung eines Bandes für sich allein ist niemals ein Signal, kann es gar nicht sein. Ja, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ihr habt es gesehen, ja, da berührt der Preis das Band und bricht dann nochmal um zigtausende Punkte aus im Wochenchart. Das ist nicht unbedingt eine Strategie. Eine Strategie ist es, beides zu kombinieren. Und das haben wir hier eben. Das sind die Signale von eben mit den Candlesticks, wo wir sagen können, okay, wir haben hier die Umkehrsignale zu Candlesticks, wir haben jetzt die Bollinger Bänder. So, jetzt ist die Idee im Trading natürlich, sich zu überlegen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Aus der Betrachtung heraus, dass wir sagen, ja, 90% aller Kurse sind in den Bändern. Okay, passt. Ja, dann zählt, ja, dann ist es natürlich besonders interessant, auf die Kurse zu achten, die außerhalb der Bänder sind. Schaut hier. Ja, das ist interessant. Darüber können wir mal reden. Und es ist natürlich dann auch interessant zu gucken, außerhalb der Bänder. Wenn wir wissen, nur weil das Band durchschritten ist oder berührt ist, müssen wir nicht sofort irgendwie was machen. Dann können wir uns ja angucken, was machen denn die Marktteilnehmer eigentlich da? Was machen die? Verkaufen die weiter, wenn der Preis hier unten rausbricht? Ja klar, sie verkaufen. Alles klar, für mich kein Grund, irgendwas zu machen, weil sie verkaufen ja.
Ich kann natürlich sagen, ich springe hinterher, ja, das geht. Aber ich will ja überlegen, wo habe ich das größte Potenzial. Das größte Potenzial ist ja immer, wenn ich irgendwo weiß, ich habe eine lange Strecke vor mir. Ja, das ist eine lange Strecke. Und ich sehe, dass die Marktteilnehmer schon den Schritt gehen, auf den ich warte. Nämlich, dass sie anfangen, die Gegenbewegung einzuleiten. Woran erkenne ich das? Natürlich an den Kerzen. Ja, an dem Reversal, an der Umkehrung. Daran erkenne ich das. Warum ist es noch wichtig für uns, solche Szenarien zu suchen? Weil wir dann ein klares, definiertes Stop-Level haben, nämlich hier. Nämlich hier. Am anderen Ende der Umkehrkerzen, da ist das Stop-Level. Ja, da ist das Stop-Level. Warum ist das wichtig? Weil wir uns an irgendwas orientieren müssen für unser Risikomanagement. Wir müssen uns an irgendeinem Punkt orientieren, den wir auch logisch und sinnvoll herleiten können, indem wir sagen, okay, in dem Moment, wo der Preis hier wieder drüber geht, ist die Idee eines Short Trades durch. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch ein positiver Ausgang ist, bei null ist. So, und wenn die Wahrscheinlichkeit bei null für einen Trade ist, warum sollte ich die noch haben? Ja, das ist das Thema. Also deshalb 60% Eintrittswahrscheinlichkeit über diese Kerzen. Das Bearish Engulfing übrigens hat 80% Eintrittswahrscheinlichkeit. Das wäre hier. Ja. So, und war, ja, also erstmal, wir haben diese Eintrittswahrscheinlichkeit und wir wissen, 10% sind außerhalb der Bänder, 90% sind drin. So, und jetzt kombinieren wir das Ganze. Wir wissen, Rückschlagswahrscheinlichkeit wird immer größer, ist ja klar. Und jetzt kommen die Marktteilnehmer und machen das. Die machen das, worauf wir warten. Da, woran erkennen wir es? An der Formation. Die machen das, da. Da klingelt jemand an der Börse, da hat die Glocke in der Hand, klingelt, hallo, da, geht los. Wir müssen nur noch natürlich uns erstens ein Herz nehmen, sagen, okay, ich lese halt nicht in der Zeitung, dass alles mies und blöd ist, weil es im Zweifel eh selber, sondern ich schaue auf den Chart und stelle fest, die Börse spielt auf Zukunft. Was jetzt blöd ist, ist morgen besser. Darauf spielt die Börse. Was heute super ist, kann morgen schwierig sein. Darauf spielt die Börse. Das müssen wir wissen. Und jetzt können wir beides so zusammenführen, dass wir sagen, gut, wenn ich nur darauf achte, was die größte Wahrscheinlichkeit hat, dann interessieren mich ja nicht die Dinge, die hier drin sind. Das hat nämlich keine große Wahrscheinlichkeit, wie wir sehen. Das bringt uns ja nichts. Eine hohe Wahrscheinlichkeit hat das, was außerhalb ist. Also diese Signale. Na, jetzt habe ich alles vollgemalt. Hatte. Genau. So, diese Signale, die jetzt übrig geblieben sind, die haben das Potenzial. Schaut euch das an. Wir reden über Wochen. Ein Trade. Ja, zumindest bis an die Mitte gegangen. Knapp ausgestoppt, willkommen im DAX. Aber die Mitte erreicht. Also kann man sagen, plus. Hier, Nummer 2. Plus 1. Kann man sagen. Ja. An die Mitte. So, und jetzt ist wieder die Idee. Trading Pit. Jetzt hast du die verschiedenen Challenges. Nehmen wir mal an, es ist nicht Wochenchart, sondern Minutenchart. Jetzt hast du genau die Situation. Ja, du kannst jetzt entscheiden zwischen den normalen Challenges, also normal, also den mit den offenen Trades, die bewertet werden im Risikomanagement, und den, wo die Trades eben geschlossen bewertet werden. Sondern das ist einfach der Punkt. Du bist hier eher als Scalper unterwegs, sagst du, du nimmst den Schwung aus der Umkehr, dein Ziel ist aber relativ eng. Ja klar, weil wenn du hier zurückläufst, ist ja schon Verlust. Willst du vielleicht gar nicht. Also musst du schauen, wo gehst du am besten raus als Ziel. Jetzt hast du aber die Variante, wo du den Verlust erst bei Realisierung wirklich eingebucht bekommst. Dann gibst du dem Ganzen eben noch Raum. Das ist der Deal. Ne? Bewegung, Impuls, Korrektur, Abgleite durch die 20, völlig in Ordnung. Und Fortsetzung des Impulses. Wohin? Bis zu dem Punkt, wo die Bewegung eben wieder ausgereizt ist. Und deshalb heißt die Strategie auch Expander. Das ist der entscheidende Punkt dabei. So, also zweiter, dritter, also plus eins, nächster Trade. Vierter, plus eins, nächster Trade. Der ist auch im Profit, noch einer. So, der hier im Profit, nächster. Der hier im Profit, nächster. Der hier ist zumindest an die Mitte gegangen. Managementmäßig im Profit. Das hier
ja, war Anfang Juni 22. Könnt ihr ja gucken, wie der ausgegangen ist. Ja, was sagt uns so eine Strategie? Die sagt uns, dass wir uns erstmal überlegen müssen, was ist überhaupt sinnvoll? Ja, womit können wir wirklich was anfangen? Was lässt sich logisch herleiten? Was ist auch nachvollziehbar vom Verhalten der Marktteilnehmer? Wo kann ich mich sinnvoll platzieren im Sinne von Einstieg, Stop-Loss und Zieldefinition? Vielleicht ist der Markt, der doch im Ende eine gewisse Willkür in sich trägt. Tja, mit den Bollinger-Bändern haben wir die Möglichkeit, Ziele auch zu definieren. Ich gehe immer von der Außenseite zur Mitte, dann nehme ich einen Teilgewinn mit oder löse ganz auf. Das hängt immer auch ein bisschen ab, ja, wie die Gesamtidee so ist oder die Gesamtstimmung halt auch. Also was ich halt auf der linken Seite sehe. Und wenn ich ein bisschen stehen lasse, vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel, dann ist die Spekulation darauf zu setzen, die andere Seite zu erreichen. Fairerweise wäre das dann hier irgendwo. Von der Bewegung her, ja, denn die Expander heißt ja deshalb so, das wäre so ein Ding, man in der Hand hatte. Ja, wenn ich eine Seite loslasse und es überdehnt ist, fliegt er mir halt um die Ohren, über die andere Seite und darüber hinaus. Das ist der Punkt dabei und das sehen wir hier. Ja. Völlig überdehnte Bewegung. Und dann kommt die Gegenbewegung und geht dann drüber hinaus. Dass da natürlich viele fundamentale Faktoren mit reinspielen, liegt auf der Hand. Aber wir sehen ja am Chart, was passiert. Und das ist das, was wir uns halt für die Praxis halt auch mitnehmen können. Und damit das eben auch hier mal vom Wochenchart wegkommt, auch mal in andere Bereiche. Ich habe euch noch was mitgebracht, nämlich Charts. Da. Genau. So, ich habe euch hier aus dem Trading View mitgebracht, weil es einfach die neutrale Betrachtungsplattform ist für uns. Und was sehen wir hier? Also FDAX 5 Minuten. So, jetzt sind wir Intraday. So, wer sieht's? Warte, ich suche mal das Zeichentool. Hammer. Mean Reversion kommt daran zurück. Hält. Ja, so, und das ist wieder der Punkt. Hier nimmst du deine Gewinne mit, hier irgendwie deine paar Punkte, nimmst den vollen Drawdown, wirst du hier dann vielleicht angemahnt. Schwierig, ja. Da seht ihr, Gewinnmitnahme ist durchaus mal gerechtfertigt. Hier hätte man sagen können, okay, die Spekulation ist, dass der Preis hier zurückgeht an das andere Bollinger Band. Hat er auch getan, aber hat einen ziemlich tiefen Dip gemacht. Ja? Das ist nicht angenehm. Und da muss man eben wirklich schauen, in welcher Challenge ist man, in welchem Modell ist man. Kann man sich sowas erlauben oder eben nicht? Das ist halt der Deal dabei. Nächste Situation, deshalb Stop-Buy oder Stop-Sell. Das hier ist so eine fast ein Dark-Cloud-Cover. Ja. Ist nicht ganz Dark-Cloud-Cover, muss ja mindestens 55% Kerzenkörper. Kerzenkörper haben hat er nicht. Kein Umkehrsignal, ist kein Shooting-Star, ist eher ein Harami, ist also nicht wirklich spannend. So was hier, guck. Das ist ein Trade überreizt, geht zurück an die Mitte. Wir sehen so ein Umkehrsignal hier, so ein kleines, merken, okay, das Ding hält offensichtlich. Dann muss man sich nicht mehr damit abgeben, kann man schließen. Solche Trades, 1:1 ungefähr. Ja, und wir sind ja hier auch, seht ihr am Abend, ist ja jetzt hier live, beziehungsweise 15 Minuten verzögert. Ja, so, klar, dann wird es ein bisschen flacher. So, was sehen wir noch? Hier, bullish engulfing, ausgelöst. Aber ausgestoppt. Passiert halt auch. Ne? Dann seht ihr hier, bahnt sich immer so langsam die Wände an. Ja, über 1, 2, 3, tief, tieferes Tief, höheres Hoch, Trendwende. Seht ihr ja. Ja. So, was haben wir noch? Euro-US-Dollar. Euro-US-Dollar ist insoweit spannend, das ist jetzt der Tagesstart, weil wir hier gerade gestern einen schönen Shootingstar hatten. Habe ich gehandelt? Habe ich gestern Abend bin ich ja short gegangen. Heute Morgen Südamerika-Time, ja, als ich aufgewacht bin, habe ich das dann beendet. Und zwar an dem Punkt hier so dort, weil da der Unterstützungsbereich ist. So, schneller Scalp. Und so könnt ihr es natürlich auch nutzen. Ja, ihr nehmt es als Signal, gerade wenn ihr eben halt in den Challenges seid, wo ihr die offene Position bewertet bekommt. Da braucht ihr ja schnelle Signale, schnelle Schwünge. Und das wäre so eine Möglichkeit, darüber zu gehen, zu sagen, okay, jetzt geht's los. Das sind die Marktteilnehmer, die drehen das Ding. Wie weit es geht, weiß ich eh nicht. Und dann nehme ich eben 1:1 mit. So, Punkt. Das ist also vielleicht, hast du hier 10 Punkte oder 10 Pips Risiko.
nimmst du 10 oder 12 Punkte mit als Profit-Target, bist in 2 Minuten, 3 Minuten vielleicht wieder raus. Ja, Scalping. Also hier haben wir so ein Signal, finde ich durchaus spannend, ist eben jetzt im Tageschart noch am Arbeiten. Und hier sehen wir eben nichts. Und mal ganz ehrlich, was soll ich auch hier machen? Was will ich denn da? Was will ich hier? Nichts. Ja, das ist auch nicht wirklich, hier ist ein Doji, auch nicht wirklich spannend. Hier geht's raus, das wäre, das müsste man genau beurteilen, ja, das wäre halt so ein Dark Cloud Cover. Okay, ja, nicht wirklich dynamisch, geht aber. Schiebt sich seitwärts, deshalb ist es kein Umkehrsignal, was soll sich umkehren? Ja, eine Seitwärtsbewegung kehrt sich halt nicht um, die bricht nur aus. Das ist kein Shooting Star, das ist ein Bearish Engulfing. Geht zur Mitte, bisschen drüber und gibt dann zumindest Management Time. Ja, also, dass man sich überlegen kann, gehe ich jetzt raus, break even oder nicht. Aber auch hier sehen wir, für diejenigen, die offene Positionen bewertet kriegen, ja, ist es natürlich fatal, weil waren satt im Gewinn und sind auf einmal wieder break even. Für Privatanleger mit eigenem Geld, ganz normales Handeln zu sagen, okay, ich steige aus, mit offenen Positionsbewertungen für den Drawdown, nicht wirklich gut. Ja, deshalb wäre das Gewinnziel, wenn man es ehrlich wirklich formuliert oder praktisch formuliert für sich in den Challenges, vielleicht eher das mittlere Bollinger Band, ja, um dann auch zu sagen, da habe ich die größte Wahrscheinlichkeit, dass der Preis dahin geht und da steige ich da eben aus. Das wäre so eine Möglichkeit. Hier könnte man sich mit viel Fantasie so ein Morningstar konstruieren. Das ist nicht perfekt, aber die Idee wird ja deutlich. Geht auch bis zur Mitte, bis drüber hinaus. Ja, so, hier haben wir Bearish Engulfing, dass sie ein bisschen Zeit lässt, aber dann doch aufgeht, darüber hinausläuft, aber wir haben ja relativ wenig Volatilität. Was ich noch mitgebracht habe, und da sehen wir einen schönen Seitwärts-Move, ja, Indizes. Wir sehen die Nasdaq, wir sind wieder im 5-Minuten-Chart, genau, 5 Minuten, das ist der Future. Und wir haben ja hier die reguläre Handelszeit, ja, es ist ja gut Mittagszeit, aber was sehen wir denn hier? Seitwärtsbewegung. Bearish Engulfing hier. Okay, ein bisschen weit fortgeschritten, aber für den Impuls, warum denn nicht? Kein Hammer, das ist eher so ein Art Spinning Top. Hier könnte man sagen, haben wir ein Piercing Pattern. Das ist eine Sauerei hier, ne? Mit einem Punkt. Deshalb sage ich ein bisschen Luft, müsste man jetzt abmessen, ob das gerade noch rausgereicht wäre oder nicht. Weiß man nicht. Nehmen wir mal als neutral. Aber hier haben wir einen Hammer. So, und sowas macht Spaß. 5 Minuten später bist du auf der anderen Seite, hast hier nicht ganz Shootingstar. Ja, aber wir sehen hier so eine Art Spinning Top. Könnte man machen, gerade unter dem Zusammenhang, dass hier ja dann der Widerstand ist, könnte man darüber nachdenken, sowas zu machen. Ein paar Punkte mitnehmen. Ja, so viel Spielraum ist hier ja gar nicht. So, dann sehen wir hier wieder entsprechend Dojis. Ja, aber so richtig spannend ist sowas hier. Ne? Das könnte interessant sein. Wir sehen, geht dann die Mitte. Pendel hier so ein bisschen und dann wird es auch irgendwann Zeit, halt auszusteigen, weil der Markt sich auch nicht weiter bewegt. So, was haben wir hier aktuell? In dem Fall haben wir dann so ein Dark Cloud Cover, genau, passt dann aber auch. So, ihr seht, man kann mit den Candlesticks und auch mit der in der Verbindung, sowas hier ist natürlich schön, ne? Das sind dann so Geschenke, die der Markt ab und an mal macht, wo wir dann eben sagen können, das hat sich jetzt auch vom Chancen-Risiko-Verhältnis her gelohnt. Nicht nur am mittleren Bollinger Band, sondern schau, kommt direkt da an. Perfekter Trade. Gleich morgens. So. Ja. Solche gibt es auch. Aber es gibt natürlich auch diese Dinge, die sind zäh. Ja, die bewegen sich mal hin, mal her, so wie die Seitwärts-Range. So, aber was willst du machen? Wir können ja nur das machen, was der Markt uns anbietet und entsprechend halt auch reagieren, beziehungsweise Entscheidung treffen. So, und das ist so die Idee, alle im Großen und Ganzen, die ich mit der Expander-Strategie verbinde und für euch auch einfach da an der Stelle auch so die Idee mal weiterzugeben, wie kann man sowas auch managen im Sinne der Challenges. Ja, aber ihr habt unterschiedliche Voraussetzungen in den einzelnen Challenges, was das Risikomanagement angeht. Ja, in der einen Challenge kann man sich auch mal ein Pullback, einen Rücklauf auf Break-Even erlauben. In der anderen ist es halt schon Verlust. Ja. Und dementsprechend muss man halt das Management auch anders setzen. Und deshalb auch die Idee, auch schnelle Gewinne dann mal mitzunehmen, sofern sie entstehen. Und mit der Expander-Strategie habt ihr halt auch die Möglichkeit, diese Situation regelmäßig zu finden. Denn das ist eigentlich das, worauf es ja ankommt, dass wir regelmäßig entsprechende Situationen finden, die uns ein hohes Potenzial bieten. Und aus meiner Sicht,
Und auch aus meiner Erfahrung bietet unsere Expander-Strategie eben ein entsprechend hohes Potenzial. Erstmal von eurer Seite, wo gibt es da Fragen zu? Machen wir den Chat auf. Ansonsten, wenn es keine Fragen gibt, inhaltlich bin ich sozusagen, zumindest mit der Präsentation, am Ende. Ich verweise nochmal, Marc, wenn es mir gestattet ist, von eurer Seite, auf, na, wo ist es denn? Da. Darauf, auf meinen, den Link zur Website. Achso, die Website soll ich auch nochmal zeigen, ne? War das nicht so? Ja, gerade das, was ich fragen wollte. Jetzt haben wir ja richtig viel coole Informationen bekommen, aber das macht einem auch oft Hunger auf mehr. Wo findet man denn deine Schule und auch deine Produkte? Wo kann man zum Beispiel diese Expander-Strategie denn praktisch anwenden? Ja, okay, pass auf, dann komme ich doch nochmal, weil ich habe natürlich die Seite auch noch aufgemacht. ToreroTraderSchool.com oder mein Name, wielandaalt.de.com oder iteachyouhowtotrade.com. Darüber kommt man dahin, aber offizielle Seite ist Torero Trader School. Und da gibt es im Endeffekt alles. Alles, was ich so habe, eine Vorstellung. Ich glaube, ganz spannend ist Media. Ja, darüber dann zu gehen, zu gucken. Weil ich biete ja viele Sachen halt auch einfach so an. Es muss ja nicht immer alles Business sein. Klar, Aufwand will irgendwann mal auch entschädigt werden. Aber guck, gibt es hier erstmal einen 25-Minuten-Vortrag, der sich ungefragt öffnet. So, da habe ich hier meine Strategien. Ja, komme ich da nochmal drauf zu sprechen. Dann kann man sich meine Bücher so angucken und natürlich auch kaufen in den einzelnen Sprachen. Das sind zu Amazon verlinkt. Dann halt dieses, was ich hier auch anbiete für die Registrierung, für den Newsletter. Dann mein 55-Gründe-Buch, was nur auf Deutsch entschieden ist. Meine Podcasts, How to Trade Like a Pro. Ja, wo ich hier halt mit Indra aus Jakarta spreche, mit Cameron aus Bangkok, mit Gümmer aus Jakarta, wo ich ein bisschen was erzähle. Markus Runau ist auch mit dabei. So, und dann Marcello kommt noch mit dazu, also gibt es einige, ja, und mit dem Torero Trader Insights bin ich ja schon seit 2019 dabei, habe ich mittlerweile Folge 104, ist am Montag online gegangen. Dann mache ich hier noch was für Swissquote, dann mache ich hier noch was. Also es gibt eine ganze Menge und alles, was hier auf der Seite ist, bis auf die Strategien, selbst die Strategien erkläre ich ja, kann man einfach so sich anschauen und da kommt ja immer wieder was Neues mit dazu. Das ist in Italien jetzt gewesen. Also die Strategien, hier gibt es nochmal so ein kurzes, kleines Video darüber. Welcome, Trader. Ja, seht ihr. Und auch über meine anderen Strategien. Und dafür habe ich, und das ist halt ganz interessant, auch gerade so für du hast ja schon erwähnt, für den Trading Pit und natürlich auch für den MetaTrader dementsprechend. MetaTrader 4 und 5 ist fertig. Ich bin jetzt nur noch dabei, entsprechend das mit der Lizenz zu klären. Also dass halt die Kaufversion auch geschützt ist. Ja, macht, denke ich, Sinn, ja. Wenn man das schon entwickelt und programmieren lässt. Und das ist halt auch ganz schön, wenn es nicht nur einmal gekauft wird, um dann im Internet zu landen, sondern naja, wie das eben so ist mit den Lizenzen. Also da sitze ich dran. Das geht dann aber ziemlich zügig. Da spreche ich mit den Programmierern noch. Also wer da Interesse dran hat, das auch als Signalgeber, aber auch als Management-Tool, wirklich als IE zu nutzen, der darf sich dann gerne darauf freuen. Und im Newsletter werde ich auch darüber informieren, also wann das soweit ist. Das müsste jetzt in den nächsten 3-4 Wochen fertig sein. Arthas bin ich dabei, das auch programmieren zu lassen, weil ich die Software cool finde, weil ihr sie auch nutzt und weil es eben die Futures-Plattform ist. Also das heißt, wenn man sagt, okay, ich will das auch für Futures anwenden, was ich auch gerne mache, dann ist Arthas dann in dem Fall auch die Software, für die man das nutzen kann. Und wer jetzt nach Aktien sucht, für die private Anlage kann das halt im Trade Scanner machen. Und zwar erstmal nach den ersten beiden, also nach Expander und Touch and Turn. Und der Markus geht mit mir auch nochmal in den Double Touch, dann haben wir diese drei. Aber wie gesagt, man kann da diese drei Strategien sich auch mal angucken, wie das Ganze so funktioniert. Ja, dann erkläre ich das so ein bisschen mit dem Verweis natürlich dann auf den Trade Scanner zu gehen, zum Beispiel. So, also, so erreicht man mich. Cool. Und die Domain von diesem Trade-Scanner, weil ich glaube, das ist das von dem Markus Runau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ja. Wie ist da die Domain? Können Sie vielleicht auch gerade den Leuten kurz zeigen oder ist die verlinkt vielleicht sogar? Ja klar, das ist tradescanner.com. Hier sehen wir es. Cool.
Ja, also so ist es. Dann kann man dann auch deine Strategien handeln. Genau. Genau, also der Punkt ist halt, ich muss das ganz ausfüllen, du willst keine Lust. Der Punkt ist halt, ja, es ist halt auch mal so. Okay. Also der Punkt ist, du kannst alle Weltmärkte, und das ist echt spannend, alle Aktienmärkte der Welt innerhalb von Sekundenbruchteilen, kein Witz, das dauert keine Sekunde, nach verschiedenen Strategien, unter anderem meiner, aber auch eben anderen von anderen Kollegen, durchscannen nach dem Signal auf Tageschartbasis. So, das heißt, ist jetzt weniger das, was für The Trading Pit interessant ist, aber es gibt ja auch ein Leben. Habe ich das also doch damals nicht verstanden? Weil ich habe immer so gesagt, was ist dein Instrument? Und ich habe immer gesagt, ich bin immer im Dow Jones oder im Nasdaq unterwegs. Weil man kann sich ja auch nicht alles anschauen. Und ich glaube, mit Trade-Scanner kann man sich so ziemlich fast alles anschauen, wenn du das richtig verstanden alles. Hast. Ne? Alles. Also alles. Du kriegst jeden einzelnen Markt. Also wirklich jeder, also nicht Markt, keine Indizes, sondern jede Aktie. So. Und ja, du kannst auch Sektoren filtern, du kannst das, Wahnsinn. Also was der da macht, ja, ich bewundere es und sage ich ihm auch, von daher bin ich jetzt auch nicht schüchtern, das auch hier zu sagen, ich bewundere es wirklich, was der Markus da macht. Also man kann sich den Tag auch anders versüßen, aber es geht wieder der Punkt, Hingabe und Begeisterung, das ist, worum es geht, bei allem, was man macht. Und ob es ein Trading ist oder ein anderer Beruf, den man so macht, wenn du die Hingabe und die Begeisterung hast, dann geht's. Ja, dann machst du es auch, ohne dass du halt da mal irgendwo auf die Uhr guckst oder sonstige Sachen. Dann haben wir noch einen Partner, da geht es ja noch eben zu meiner Schule. Hier kann man sich dann anmelden für ein Gespräch mit mir. Ja, das ist tatsächlich auch ein Coaching, ist nicht nur der Verkaufscall. Aber also ich beantworte natürlich auch Fragen, ja, wenn mal irgendwas ist. Aber ich kann natürlich nicht die Welt erklären, so freien Telefonat, was es ja meistens ist. Also, glaube ich auch klar. Ja, also so sieht es bei mir aus. So kann man mich dann finden und treffen. Jetzt kommt ja die Frage, ob es auch Fragen. Genau, und zwar eine Frage hat der Jens noch gestellt, nämlich benutzt du noch einen zusätzlichen Trigger für den Entry? Trigger für den Entry. Also nochmal bitte, weil ich sehe sie gar nicht. Benutzt du noch einen zusätzlichen Trigger für den Entry? Eigentlich nicht. Also was ich ab und an mal mache, ich nehme noch die Slow Stochastic mit dazu. Aber in den meisten Fällen gucke ich auch nicht mehr drauf, weil, guck mal, es ist eigentlich relativ simpel. Wir haben sowieso keinen Einfluss darauf, was der Markt macht. So, das Einzige, worauf ich wirklich Einfluss habe am Ende, ist, wie viel Geld ich verliere, wenn ich falsch liege. Darauf habe ich Einfluss. Und das ist oft genug schon schwer genug, weil da sind wir ja bei dem mentalen Thema. Will ich das eigentlich wirklich? Ja, kein Mensch kann mir erzählen, dass er wirklich Geld verlieren will. Und trotzdem müssen wir uns dem ja aussetzen. Also deshalb, ich entscheide mich, sage mal, okay, die Candlestick passt, die Wahrscheinlichkeiten passen, den Rest habe ich nicht in der Hand, bis auf mein Risikomanagement heißt, also ich muss meinen Stop-Loss und meine Positionsgröße im Griff haben, Thema erledigt. Alles andere soll, und ich weiß, das ist ein bisschen ketzerisch, auch aus technischer Analyse-Sicht, aber am Ende gaukelt uns das eine zusätzliche Sicherheit vor, die es nicht gibt. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, um Overtrading zu vermeiden. Wenn ihr draußen was gefunden habt, das funktioniert, sucht nicht nach etwas anderem, das funktioniert, sondern seid froh, dass ihr es endlich gefunden habt. Da suchen so viele Trader danach, nicht noch ein Motorrad auf die Nase draufzuschweißen. Das Flugzeug fliegt noch ohne das Motorrad. Ihr braucht das nicht extra. Nutzt das und hebt damit ab. Ja. So, ich gehe mal auf die Frage, die ich hier gerade sehe. Der Einstieg ist dann für einen Long, wenn die entsprechende Kerze nach oben durchbrochen wird und schon früher. Früher auf keinen Fall. Das Problem ist, dass du natürlich auch Fehlsignale sonst kriegst. Ja, erstens, Schlusskursbasis, Pflicht. Ja, alles andere ist Schall und Rauch. Ja, weil wenn ihr dann mal ein Trading-Journal anschaut, ihr einen Screenshot macht, dann erkennt ihr nicht mal mehr, warum ihr eingestiegen seid, weil die Kerze mal ein Hammer war und auf einmal ist sie es nicht mehr. So, das ist halt die eine Situation. Die andere Situation, der Markt muss es bestätigen. Nach Lehre, das ist ein wichtiger Punkt, gilt eine Formation, ob das eine Chartformation oder ein Candlestick ist, ja erst dann als gültig, wenn es vom Markt bestätigt ist. Und es ist erst dann vom Markt bestätigt, wenn gewisse Bereiche durchbrochen sind. Also kann man sogar fast schon sagen, auf Schlusskursbasis, soweit will ich aber nicht gehen, sondern dann ist eher das Stop-Entry angesagt. Und wie viele Punkte kann man auf dem 5-Minuten-Chart mit dieser Strategie erwarten? Ja, das ist die große Frage. Egal, was ich jetzt sage, wird falsch sein.
im Endeffekt, was du regelmäßig erwarten kannst, ist ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1. Allein aus der Logik heraus, du hast eine Trefferquote von rund 60% mit Hammer und Shootingstar. Du hast eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit mit den Kerzen außerhalb der Bänder. Und wenn das nicht eine Riesenkerze ist, sondern eine normale Kerze, die auch zu der Volatilität passt im Markt, dann bist du mit 1 zu 1 eigentlich relativ bescheiden, muss ich schon so sagen. Ja. Im Daytrading ist es aber oftmals so, mit all den Parametern, da gehört der Markt wieder zurück und hin und her, dieses ganze Gependel ist je nachdem, auf welcher Challenge du dich bewegst, natürlich schon tödlich. Ja. Deshalb wäre ich nicht viel, viel euphorischer als 1 zu 1, aber dadurch hast du natürlich eine höhere Trefferquote, ist ja auch klar, steigst auch schneller aus. Okay, lieber Wieland, vielen Dank noch für die Beantwortung der Fragen. Gerne. Wie gesagt, der Wieland hat ja schon gezeigt, wo man ihn zusätzlich findet. Wer das Ganze jetzt nicht gesehen hat, einfach mich kontaktieren. Ich verweise auch gerne auf den Wieland, seine Homepage und auf seine Produkte. Und ja. Du hast vorhin von der sogenannten Opening Bell gesprochen. Das ist einer, der eine Glocke holt, um die Märkte einzuläuten. Ich habe eine Überraschung, die habe ich extra ausgegraben von meinem Schreibtisch. Ist das so? Das habe ich mir vor Jahren in einem Antiquariat in New York gekauft. Das ist wirklich von der New York Stock Exchange eine der Glocken, die benutzt wird, um den Markt zu öffnen und zu schließen. Wahnsinn. Und gerade bei dir heute ist es mir eine besondere Ehre, die läuten zu lassen, um das heutige Webinar zu schließen. Liebe Zuschauer, lieber Wieland, vielen herzlichen Dank für die tolle Veranstaltung. War wirklich mega. Ich freue mich schon auf die gemeinsame Zukunft. Euch Zuschauern da draußen wünsche ich ein schönes Wochenende sowie nächste Woche wieder. Viele positive Trades und beende mit der obligatorischen Klingel. Sehr gut. Sehr gut, Marc. Danke für die Einladung. Liebe Grüße an euch alle. Viel Erfolg und kommt gerne auf mich zu, wenn ihr noch Fragen habt. Bin gerne für euch da. Also, alles Gute, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Ciao. Dir das Video gefallen? Lass uns gerne ein Like da. Wir freuen uns über dein Lob. Du möchtest regelmäßige Updates erhalten, wann es ein neues Video gibt? Klick einfach auf Abonnieren sowie auf die Glocke. Denn nur mit der Glocke erhältst du auch eine Benachrichtigung, wann es ein neues Video gibt. Unsere Social-Media-Kanäle auf TikTok, Discord, Telegram, unser Webinar-Programm findest du auf Linktree, der Trading Pit. Du möchtest wissen, wie auch du gefundet werden kannst, um erfolgreich an der Börse zu handeln? Geh einfach auf www.thetradingpit.com und hol dir alle Infos, die du brauchst.